In diesem Video gibt es nochmal zwei Beispiele, die ich vorrechne und zwei Beispiele, die du selbst rechnen sollst. Die zwei Beispiele rechne ich vor und die zwei gehören dann dir. Also, schauen wir uns mal Beispiel 1 an. Ein Reißnagel bleibt in durchschnittlich 4 von 5 Fällen mit der Spitze nach oben liegen. 4 von 5 Fälle bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist 4 Fünftel, dass er mit der Spitze nach oben liegen bleibt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei 20 Versuchen, also n ist gleich 20, n ist immer die Anzahl, wie oft ich den Versuch durchführe, die Spitze genau 14 Mal oben liegt, also mein k ist 14, weil von diesen 20 Mal soll 14 Mal was passieren. Gut, ich zeige es zuerst mit GeoGebra. Ich habe hier wieder dieses Fenster, du weißt schon, wie du dorthin kommst. Wichtig ist hier Binomialverteilung einstellen und jetzt gebe ich mal alles ein. Also, n ist gleich 20, weil es 20 Versuche sind. Das p ist 4 Fünftel, also 4 durch 5 kann ich genauso eingeben. Und das war auch schon alles, was ich machen muss, denn ich soll jetzt schauen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, wenn die Spitze genau 14 Mal oben liegen soll. Und da nehme ich jetzt gleich diese Tabelle hier und sehe, die Wahrscheinlichkeit für Spitze 14 Mal oben ist 0,109. Oder 10,9%. Fertig. 14 Mal, genau 14 Mal oben heißt 10,9% ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, man sieht, die Wahrscheinlichkeit wäre am höchsten bei 16 Mal oben. Gut, okay. Jetzt genau dasselbe mit der Formel ausgerechnet. Schauen wir uns das mal an. Hier ist die Formel. Nochmal alles eingesetzt. Also, mein n ist 20. Ich mache den Versuch 20 Mal, deswegen ersetze ich in der Formel gleich das n durch 20. Von diesen 20 Mal soll 14 Mal was Besonderes passieren, nämlich Spitze nach oben, das ist hier mein k. So, okay, 20 minus 14 ersetze ich gleich durch 6. So, hier haben wir noch einmal 14. Die Wahrscheinlichkeit war gegeben mit 4 Fünftel, also 0,8. Und die Gegenwahrscheinlichkeit ist dann 0,2. Das tippe ich genauso in den Taschenrechner ein und komme dann auch auf meine ungefähr 10, irgendwas Prozent. Also eintippen 20 NCR 14 mal 0,8 hoch 14 mal 0,2 hoch 6. Ganz genauso eintippen, überhaupt null Problem. Gut, Beispiel Nummer 2 schaut so aus. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt bei 4 mal Würfeln, gut, jetzt weiß ich schon, 4 mal mache ich einen Versuch, also das n ist mal 4 und es soll genau einmal ein Sechser kommen, wieder zuerst mit GeoGebra, ich würfle 4 mal und es soll genau einmal ein Sechser kommen, ah, Moment, hoppla, das brauche ich nicht, ich brauche da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sechser kommt, ist bei dem Würfel ein Sechstel. Laplace-Wahrscheinlichkeit, alle Zahlen sind ja Gleichwahrscheinlichkeit. So, und da habe ich genau einmal, das lese ich hier ab, mein k ist 1, also ungefähr 38, wenn ich es runde, 6%. Und dasselbe nochmal mit der Formel. Ich nehme hier meine Formel, na, ich fange wieder neu an. So, machen wir die Formel. Sozusagen. So, jetzt setze ich gleich alles der Reihe nach ein. Also, es soll genau einmal ein Sechser kommen. Also, das k ist 1. Na, hoppla. So, k ist 1. Hier auch, k ist 1. Ich würfle 4 mal insgesamt, mache ich den Versuch. Also, mein n ist 4. So, 4 minus 1 ersetze ich hier gleich durch 3. Und was habe ich noch zum Einsetzen? Ah ja, die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser ist ein Sechstel. Und die Gegenwahrscheinlichkeit ist dann 5 Sechstel. Und ich hoffe, es sind jetzt eh alle auf den formalen Fehler draufgekommen. Natürlich muss man ein Sechstel in Klammer setzen und 5 Sechstel auch in Klammer, damit das Ganze stimmt. Und so gebe ich es wieder in den Taschenrechner ein. 4 NCR 1 mal Klammer auf 1 durch 6 Klammer zu hoch 1, gut hoch 1 muss ich nicht hinschreiben und so weiter, bla bla bla. Gut, und jetzt kommt die erste Aufgabe, wo man besser mit der Gegenwahrscheinlichkeit rechnet. Mindestens einmal ein Sechser,
Was heißt denn mindestens einmal ein Sechser? Gehen wir hier nochmal zurück. Mindestens einmal ein Sechser bedeutet einmal ein Sechser oder zweimal ein Sechser oder dreimal ein Sechser oder alle viermal ein Sechser. Das heißt, es darf alles passieren, nur bitte nicht nullmal ein Sechser. Also mindestens einmal ein Sechser ist das Gegenteil von gar kein Sechser. Deswegen nehme ich jetzt mal die Wahrscheinlichkeit für nullmal ein Sechser. Wie man den mit dem Taschenrechner ausrechnet, brauche ich jetzt nicht mehr herzeigen. Das ist ja dieselbe Formel mit K ist gleich 0. Und jetzt kann ich hier einfach schauen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gar keinen Sechser würfel, ist 48,2%. Also die Gegenwahrscheinlichkeit muss dann, ratter, ratter, 51,8% sein. Und das könnte ich mir aber jetzt hier mit den Schiebereglern wieder anschauen. Ich brauche die Wahrscheinlichkeit für einmal, zweimal, dreimal oder alle viermal. Also ich stelle die Schieberegler zwischen 1 und 4 mal ein und kann hier die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass das P, die Zufallsvariable, zwischen 1 und 4 liegt und das sind wirklich hier 51,7%. Wie viel habe ich vorher gesagt? 51,8? Ah ja, stimmt eh, ich muss ja aufrunden. 51,8%. Ja, that's it. Und jetzt bist du dran. Jetzt hast du hier zwei Aufgaben. Da steht, laut einer Studie sind 40% aller Menschen Linkshänder. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Linkshänder ist, ist 0,4. Eh klar. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter 20 ausgewählten Menschen, okay, also das heißt, ich wähle 20 Leute aus, das ist schon mal mein N, genau gleich viele Links- wie Rechtshänder sind, naja, gut, von diesen 20 Mal sollen genau K10 mal ein Linkshänder dabei sein. Und wenn du das Beispiel gelöst hast, machst du dieselbe Aufgabe, nur sind jetzt nicht 20 Leute ausgewählt, sondern 10 und davon sollen wieder 5 Linkshänder und 5 Rechtshänder sein. Die Wahrscheinlichkeit bleibt mit 40% gleich groß. Viel Spaß, ich bin schon gespannt auf deine Ergebnisse in der nächsten Mathestunde.